Willkommen zum Samstag-Special. Heute erzählt euch Maximilian ja ein bisschen mehr über das Golfen. Ich hoffe, danach seid ihr schlauer. Also meine Eisen, die haben so 1400 Euro gekostet. Und mein Putter, der hat 700 Euro gekostet. Also das ist eine Maßanfertigung von Vista Kramski. Mhm. Und ja, mein Treiber, der hat noch 400 Euro gekostet, also so insgesamt so 2.500 Euro. Also das Maximallimit beträgt sich auf 14 Schläger, aber man kann auch mit 11 Schlägern auf dem Platz gehen, also das ist völlig egal, aber man darf nicht mehr als 14 Schläger auf dem Platz mitnehmen. Ja, also man fängt eigentlich erst so mit dem 7er Eisen, mit dem mittleren Eisen an. Also am Anfang sagen die Golfpros, also Golftrainer, nicht gleich mit dem Treiber anfangen, weil umso höher man geht, also zum Treiber, umso schwerer ist es dann auch, den Schläger zu beherrschen. Der Wind macht schon ziemlich viel aus im Golfsport. Und ich habe jetzt 20 Turniere gespielt, davon 15 Mal im Regen. Also für mich macht es jetzt nicht so viel aus, der Regen. Auf andere Spieler macht es schon viel aus, weil die Regenanzüge, die rascheln dann auch immer so. Also manche Spieler, die können gar nicht im Regenanzug spielen. Und wir machen, also da muss man sich einfach mit der Zeit dran gewöhnen, weil das ist einfach ein Sport, den macht man draußen und nicht in der Halle. Und Wind ist schon großer Einfluss auf das Spiel. So Pitchen, das sind ungefähr so 30 bis 80 Meter Schläge aufs Grüne. Und also die werden hoch gespielt meistens und kommen dann steil auf und bleiben dann ziemlich schnell liegen im Normalfall. Und die Chips, die spielt man im Normalfall ziemlich flach und die rollen dann viel. Also Chips ist ein Drittel Flug, zwei Drittel Rollen und beim Pitchen ist es das Gegenteil. Ja, bei Sonne kommt es auch wieder drauf an, also da fliegen die Bälle auch immer viel weiter, also das kommt auch immer drauf an. Wenn es jetzt, also bei mir war das so, ich habe jetzt immer so bei 10 Grad gespielt, fliegen die Bälle immer kürzer und dann spiele ich auf einmal bei 20 Grad, muss man sich ziemlich schnell umstellen, weil die Bälle fliegen 10% immer weiter oder kürzer. Das ist ziemlich schwer dann auch. Sieht ein Golfball aus. Und das sind, die nennt man Dimples, also die Löcher da. Und die hat 396 Mal auf so einem Golfball. Und wofür sind die? Dass der Ball besser fliegt. Also wenn der jetzt nur ganz flach wäre, wie so ein Tennisball, dann würde der nicht fliegen. Ja. Und da gibt es auch verschiedene Unterschiede. Also in dem Ball sind verschiedene Schichten drin. Und umso mehr Schichten im Ball drin sind, umso teurer wird der. Also die meisten Schichten hat jetzt der hier, das ist ein Pro V1 Ball, der kostet pro Ball 5 Euro. Und der hat 5 Schichten. Und einen Ball, den sollte man auch immer waschen, weil wenn hier jetzt zum Beispiel so kleine Dreckkörner drauf sind, also das macht schon ziemlich viel aus im Schlag. Schlagriffmoment. Also hier bei ziemlich wichtig, dass man das Break liest. Also die Grünen sind meistens ziemlich sehr stark unduliert. Also unduliert bedeutet, dass sie ziemlich wellig sind. Ja, und also meistens sieht meine Position so aus, dass man so sich das Grün anschaut, wie das verläuft. Und dann geht man meistens zum Ball hin. Meistens mache ich das mit so einer Linie, also auf meinem Ball. Die Linien hier. Und mit den Linien ziehe ich dann so zu dem Loch hin. Und dann sind hier auch noch so Linien auf dem Schläger drauf. Und die Linien bringe ich dann in eine waagrechte Position. Und dann ziehe ich auf das Loch und dann mache ich so eine leichte Pendelbewegung, also nach innen und dann wieder so innen zu.
der Pater ist deswegen so teuer, weil er maßangefertigt ist und er nicht von der Stange kommt. Und die Pater, die meistens von der Stange kommen, die sind meistens falsch montiert. Also das Schlägerblatt ist hier meistens ein Grad zu oder offen und das macht schon viel aus, weil das Loch ist gerade mal 12 mm im Durchmesser groß und das macht dann schon einen großen Unterschied. Also es waren ja ganz schön viele Informationen. Wenn ihr trotzdem noch irgendwelche Fragen habt oder euch noch was unklar ist, dann schreibt doch einfach einen Kommentar und ich werde Maximilian dazu befragen und euch dann weitergeben. Bis später!